Dir in der Richterkaserne ist es stickig warm und dunkel. Die Fenster selber sind verhangen gegen die staubigen Winde. Und drinnen wird es nur von einigen Lampen erhellt, die flackernd vor sich hin Petroleum verbrennen. Auf dem großen metallenen Tisch in der Mitte liegt der Wiedertäufer Philippos. Blut läuft aus verschiedenen kleinen und größeren Verletzungen heraus, während Dr. Johnny, den man im Spital als Famulant Jonathan kennt, sein Bestes gibt zu verhindern, dass er verblutet, aber seine Verletzungen sind tatsächlich gravierend. Viel zu viele, die Ausrüstung hier viel zu schlecht. Immer mehr Blut verliert er. Mir war schon Anfang an klar, dass es fast unmöglich sein wird, den Wiedertäufer zu retten, aber na, hoffen kann man immer. Vor allem mit deiner Brillanz. Er hat mehr Löcher, als ich stopfen kann. Verdammt, der blutet aus allen Öffnungen. Weil ich helfe mal. Einer der Richter verloren. Entweder müssen wir ihn ins Spital bringen, wenn er sich das leisten kann, eine Operation, oder wird hier auf diesem Tisch verbluten. Na, der Richter kommt herbei, kann ich irgendwie helfen, irgendwas festhalten oder so? Nein, entweder wird er ins Spital gebracht und kann sich eine Operation leisten oder nicht. Aber wir haben ihn im Dreck gefunden, liegend. Wahrscheinlich wird er sich das nicht leisten können, eine Operation. Man sieht, wie einer der Richter so anfängt, die Taschen des Wiedertäufers zu durchwühlen, ein paar Wechsel hervorzieht, kurz abzählt, dann den Kopf schüttelt und die Wechsel sich in die eigene Tasche steckt. Der Wiedertäufer hebt einmal den Arm, klammert sich verzweifelt an dem Ärmel von Dr. Johnny fest und stöhnt einmal leise auf. Man kann seine Augenlider flattern sehen, im Delirium. Wir danken dir für dein Opfer. Ich hätte es gerne anders gelöst, aber die Politik spielt manchmal nicht so mit, wie wir das gerne hätten. Du wirst diese Stadt erlosen. Du hast den Eindruck, dass er etwas sagen möchte, aber ein blutiger Husten unterbricht ihn. Ja, Philippos, du spürst, wie dein Pneuma aus deinem Körper sich langsam löst. Deine unsterbliche Seele verlässt das tote, vom Demiurgen durchsetzte Fleisch. Erlösung. Endlich. Ja, Dr. Johnny, du merkst, wie die Atemzüge von Philippos flacher werden. Immer langsamer. Der mächtige Brustkorb hebt sich noch ein, zweimal. Deine Hand, die so verkrampft sich in deinen Arm krallt, entspannt sich. Wie der Blick bricht. Der Wiedertäufer ist tot. Also gut, dürfen Sie eine Obduktion vornehmen, beziehungsweise einen Bericht dazu erstellen, Dr. Johnny? Obduktion? Zu einem der Richter, warum? Er wurde totgeprügelt. Diese Spuren müssen aufgenommen werden. Und zwar brauche ich zwei Spuren. Die einen sind darauf wohl nicht allzu schwer zu finden. Totgeprügelt von Jemedanen. Ansonsten brauche ich noch so etwas wie eine Schusswunde. Buck. Ja, ich kann eine Obduktion durchführen. Buck? Hm? Schieß ihm doch mal ins Bein. Die Richter gucken dich kurz an. Backfahrt zu den Richtern. Hättet ihr die Güte, mir eine Pistole zu geben? Eine Prospektor guckt kurz sich an. Was soll denn das, Advokat? Dieser Mann ist ein gesuchter Mörder. Wir, die Richter, hatten den Auftrag, ihn zu stellen. Er hat einen von uns erschlagen. Was? Davon habe ich noch nichts gehört. Wen hat's erwischt? Unter Verschluss. Und das, was ich Ihnen jetzt hier im Vertrauen sage... Was für ein Scheiß ist denn das hier? Bleib unter Verschluss, was soll der Kack? Das kommt von ganz oben. Der Protektor, mit dem du redest und dessen Namen du nicht kennst, weil er den nicht genannt hat, knirscht mit den Zähnen. Du darfst mir mal eine Probe auf Führung würfeln. Führung sind 6 Stück. Deine Autorität geht da übrigens voll rein. 1, 2, 3. Und Autorität sind auch nochmal 2 Punkte. Genau. Das sind Bonuswürfel? Ich meine, sind Bonuswürfel, oder? Das sind jetzt ganz normal die 6 Stück. Und wenn du jetzt sagst, ich soll die Autorität auch nochmal hinterher würfeln, sind es nochmal 2. Ja, würfel die 2 nochmal. Schade. Ja, das sind dann 3 Erfolge. Gar nicht mal so gut, aber ich würfel mal dagegen. Es hilft ihm leider nicht, weil er weniger Erfolge hat. Okay.
Der Richter knirscht mit den Zähnen und reicht dann seine Pistole, seine kleine Vorderladerpistole an, nicht Buck, sondern an dich, Walter. Ja, dann nehme ich mal die Waffe und schieße einmal ins Bein, dass dann irgendwie ein Stück vom Schienbein weggesprengt wird und reiche die Pistole dann, nachdem ich sie ein bisschen an den Sachen vom Templer abgewischt habe, wieder zurück an denjenigen, der sie mir gegeben hat. Dieser Mann ist ein gesuchter Mörder. Er hat einen von uns umgebracht. Wie gesagt, das ist unter Verschluss. Der Bericht dazu wird dann den Oberen übergeben, da müssen Sie sich keine Sorgen machen. Wir haben ihn verfolgt, wir haben ihn angeschossen und die Yemedaner haben ihn für uns gerichtet, nachdem wir sie um Hilfe gebeten haben. Das heißt, alles ist okay. Die Yemedaner müssen nicht verfolgt werden, sie haben hier eine gute Sache getan. Für den Frieden der Stadt. Sie haben mir dabei geholfen, einen Mörder zu finden, der einen Richter getötet hat. Ende. Man sieht, wie der eine Prospektor, der dir die Pistole gereicht hat, einfach den Kopf schüttelt. Während, der andere, der sich im Raum befindet, tatsächlich nickt. Scheinbar hat er verstanden, worauf du hinaus willst. Ja, dann richte ich mich mal an denjenigen, der gerade mit dem Kopf geschüttelt hat. Ist doch ganz schön staubig hier, oder? Gefährlich, im Außenbezirk, so nah am Yemedaner-Viertel, am Technikzentrum, bei der Mafia. Wie wär's denn, wenn man sich vielleicht versetzen lassen könnte in die Hochstadt? Da würde ich mal drüber nachdenken, bevor sie mit dem Kopf schütteln. Ja, er hustet kurz trocken. Du siehst, wie es hinter seiner Stirn arbeitet. Er ist nicht der Hellste auf jeden Fall. Ansonsten kann man sich auch noch weiter außerhalb der Stadt begeben. Burgische Schrotter, polnische. Kann auch noch richtig gefährlich werden, wenn man in einen Außenbezirk versetzt wird, der gar nicht in dieser Stadt liegt. Er guckt dich kurz an und das Wort, das du nicht aussprichst, aber das in deiner Drohung widerhallt, ist deutlich im Raum zu hören, Kakerlaken-Clan. Ja, der Richter wird ein bisschen bleicher und nickt. So, und okay. Dr. Johnny, Sie können hiermit einen Obduktionsbericht anfertigen und die Wunden, die Sie darauf finden, sind natürlich selbstverständlich mit meiner Geschichte kohärent. Wie lange vorher ist denn wohl das Projektil ins Bein eingedrungen ungefähr, Herr Richter? Eine Viertelstunde. Erst mit einem kaputten Bein konnte er sich noch versuchen, in dieses Yemedaner-Viertel zu retten und wurde da dann aufgemischt. Ja, also sehr kurz danach, es gab also keine richtige, dass die Wunde versorgt bzw. abgebunden wurde. Gut. Nein, genau. Ausgezeichnet, Sie verstehen. Dann lasse ich Sie hier Ihre Arbeit machen. Okay. Hol die Brandeisen, wir müssen ihn kennzeichnen. Naja, kommt's von einem, ja, den Kopf aus dem Raum steckt, in dem ihr euch gerade befindet und wie es aussieht, nach den Hilfskräften brüllt. Als Verbrecher muss man natürlich auch als Mörder ordentlich gekennzeichnet werden. Ja, Dr. Jolly wird die Leiche einmal ausziehen, sich überall anschauen und danach anfangen, Berichte auszufüllen, denn bei Mördern wird jetzt hier nicht der Körper aufgeschnitten und jedes Organ einzeln angeschaut, sondern das wird ganz grob gemacht. Ja, also wirklich genau muss man nicht machen, okay, woran ist er gestorben, viele, viele Verletzungen, so ungefähr sagen, wo er verletzt worden ist, das reicht. Genau, die Verletzungen werden vor allem dokumentiert, vor allem auch die Schusswunde im Bein, und da wird dazu geschrieben, dass man davon ausgeht, dass die Schusswunde weniger als eine Stunde die Verheilungen zeigen, dass das Ganze frisch sein muss und weniger als eine Stunde alt, und dann wird man das so grob stehen lassen, weil das einfach stimmt, aber, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass dein Bericht nie von irgendwem gelesen werden wird, bevor er irgendwo archiviert wird. Aber ja. Währenddessen macht sich draußen, wie es aussieht, das Wort breit, dass ein Richtermörder gefasst worden ist. Man weiß nicht genau es auf jeden Fall, aber wie es aussieht, macht sich dieses Gerücht langsam hier in der Kaserne breit. Das kriegt vor allem Buck mit wahrscheinlich. Du meinst, du standst ja draußen vor der Tür, meine ich, oder? Ja, der war kurz drin, um sich die Lage anzuschauen. Und lehnt jetzt draußen neben der Tür an der Wand. Er hat vor allem wahrscheinlich mitgehört, was Richter Maloran gesagt hat. Bitte? Du hast bestimmt mitgehört, was Richter Maloran gesagt hat und bist im Bilde.
Ja, klar, natürlich. Deshalb auch direkt an der Tür. Man gehört ja dazu, aber man hält auch draußen so ein bisschen die Situation im Auge. Und wartet darauf, dass der Chef und seine anderen Kollegen rauskommen. Man hat Informationen. Ja, währenddessen, Malorn, du bist noch im Raum, oder? Wenn Dr. Johnny da erstmal seine Arbeit anfängt, würde ich ihn auch machen lassen. Ich kann da nicht helfen. Ich habe auch keine Lust, mir dann ein weiteres Mal innerhalb von kurzer Zeit einen geöffneten Körper anzusehen. Dementsprechend würde ich mich mit meinem Kodex verziehen und lesen. Auch wenn ich ihn auswendig kenne. Der eine Projektor würde ich tatsächlich bloß mal am Arm nehmen. Würde ich auch mal zur Seite nehmen, kurz. Drexler, erreichte die Hand. Drexler, den Namen habe ich schon gehört. Er nickt. Wusstet dich kurz, bist du wirklich ein Advokat? Du meinst, weil ich ein bisschen herumposaune? Nein, weil du was machst und nicht nur laberst. Das sind natürlich fiese Vorurteile. Er zuckt mit den Schultern. Ich habe die längste Zeit meines Lebens am Schreibtisch verbracht. Richtsprüche für Protektoren aufgeschrieben. Aber leg mal vielleicht über einen Tapetenwechsel nach. So wie du drauf bist, deinen Protektoren wärst du gut aufgehoben. Er klopft dir auf die Schulter. Du meinst direkt Vollstrecker. Er grinst. Wenn du die Prüfung schaffst. Ich werde drüber nachdenken. Warum ich diesen Auftrag bekommen habe, weiß ich selbst nicht. Aber ich versuche ihn so gewissenhaft wie möglich zu vollrichten. Ja, du siehst, wie er dich mustert und irgendwas in seinen Augen verunsichert dich tatsächlich. Es würde hinter diesem Mann mehr stecken. Und irgendwie in deinem Hinterkopf hast du auch so dieses Flüstern von Gerüchten, die du mal gehört hast. Schwarze Richter. Das war aber nicht derjenige, der in der Ecke beim Assistenten Fritz saß, oder? Doch. Dann schreib dir mal einen Punkt Geheimnisse auf, bitte. Geheimnisse, okay. Ich streich mir nochmal über meinen Bart, der mir mittlerweile gewachsen ist. Streich nochmal das Atemschutztuch nach unten und mach mir selber meine Gedanken, wie ich ihn zuordnen kann. Ja. Der Mann nickt auf jeden Fall dir nochmal zu und geht dann tatsächlich auch. Hör ich das Gespräch draußen? Das hörst du nicht. Schade. Der Einzige, der es tatsächlich hören könnte, ist Dr. Johnny und ich glaube, der ist in seiner eigenen kleinen Welt. Ja, Dr. Johnny hat mal wieder nichts mitbekommen. Der schaltet, sobald er arbeitet, seine gesamte Umwelt außen ab. Und ist ganz darin befangen. Muss meistens mehr ein- oder zweimal angesprochen werden, bevor Dr. Johnny etwas mitbekommt. Nach ungefähr 20 Minuten tritt er aus der Tür heraus und überreicht dem Richter Malone einen Zettel. Wir müssten hier noch unterschreiben, als derjenige, der das Ganze in Auftrag gegeben hat, dass hier eine Obduktion bei diesem Mann stattfinden gesollt hat. Und das ist mein Ergebnis. Hier sehen Sie die Schusswunde. Und hier sehen Sie die anderen Verletzungen, die ich aufgeführt habe. Der Mann musste nicht auseinandergeschnitten werden, er ist schließlich ein Verbrecher und musste nur obduziert werden für eine, für eine Identifikation. Ja, vor allem, ja. Wenn ich mal drüber lese, schaue ich mir die Chronologie an, also erster Schuss und dann die Stiche und die Hiebe. Wenn das da so drin steht, unterschreibe ich. Der Rest von der Wisch interessiert mich nicht und lege dankbar eine Hand auf die Schulter. Das ist ihr Schreiben. Ich brauche das nicht. Währenddessen kommt auch der eine Stadtrichter wieder. Die Brandzeichen in den Händen, schiebt auch ein Kohlebecken vor sich her. Hummelt vor sich hin. Scheiße, dass ich immer das machen muss. Immer die Leichen brandmachen. Nein, Scheiß. Was nun? Richter Malone. Nun, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich bin zwar noch etwas verletzt, aber ich glaube, Buck hat etwas gefunden. Zumindest verschwand er kurz. Und ich meine, dass ich hinter dieser Gasse etwas hab vorblitzen lassen. Sehen. Zumindest kam er danach wieder aus der Richtung. Vielleicht sollten wir das unterhalten. Vielleicht sollten wir gehen und besprechen. Genau, nicht hier. Buck, komm wieder mit. Jawohl.
gut gelaunt? Natürlich. Ich bin immer gut gelaunt, wenn etwas so läuft, wie es geplant ist. Daraus haben wir zumindest viel Nutzen schlagen können. Wir sind jetzt bereits erfolgreich, auch wenn wir... Gehen wir. ...noch überhaupt keine Ahnung haben. Der Ruf der Jeremedana ist auf jeden Fall ein Stück weit besser geworden dadurch. Ja, das müsste deeskalieren werden. Ziehen wir uns mal so ein bisschen in die autonomen Gebiete zurück, wo ein neutrales Gebiet ist, wo man nicht angegriffen wird, wo keine Jeremedana sind, keine Schrotter, wo wir mal ein bisschen unter uns sind. Ich dachte jetzt gerade, dass wir sozusagen vielleicht dahin laufen, auf dem Weg hier irgendwie vielleicht... Ja, wahrscheinlich noch irgendwie ein Essen zu uns nehmen. Ich weiß nicht genau, wie spät das ist, aber wahrscheinlich ist es nochmal wieder Zeit, nachdem wir dann gefrühstückt haben, vielleicht jetzt auch nochmal für ein Mittagessen, vielleicht ein bisschen Verfrühtes, dass wir uns dann irgendwie in so eine an so einen Stand begeben, wo wir dann gemeinsam uns irgendwas reindrücken und dann über die neuen Erkenntnisse berichten. Das klingt gut. Was hast du herausgefunden? Er hält dir so eine offene Hand hin. Also erstmal müsst ihr natürlich raus. Natürlich. Alle die Gespräche, die wir gerade geführt haben, sind schon außerhalb der Kaserne. Ja, dann ich hab da draußen gewartet. Dann muss ich hier kurz reingrätschen. Okay, dann sind wir auf dem Weg nach draußen. Sobald ihr draußen seid, fällt euch eine kleine verdreckte Gestalt auf, die gegenüber des Eingangs zur Richterkaserne lauert, aus der ihr gerade raustretet. Und nach einem scheuen Blick in beide Richtungen kommt sie auf euch zu. Hallo! Tut mir leid, dass ich frage, aber Ludwig Schlosser, der Richter, Richter Schlosser, ist der noch da? Mein Cousin. Der ist drin und schläft wohl. Er hat die ganze Nacht über gewacht. Was kann ich ihm denn ausrichten? Ob ihr ihn vielleicht holen könntet? Tut mir leid, aber er meint, es ist wichtig, ich sollte ihn hier treffen. Wie gesagt, er schläft gerade, aber ich habe seine Aufgaben übernommen, während er schläft. Das heißt, ich werde dir zur Verfügung stehen. Ach so, vor euch steht ein untersetzter, schmächtiger, kleiner Junge, nicht älter als 17, vielleicht 18 Jahre alt, ziemlich verdreckte Schrotterkutten, an seinem Tornister hängen diverse Schrottteile hinab und er kratzt sich immer wieder nervös hinter dem Ohr. Ja, also eigentlich... Du kannst mir vertrauen. Ich bin, wie gesagt, sein Cousin und er ist ein guter Mann. Genauso wie ich. Wir vertrauen uns gegenseitig und wie gesagt, wenn du ein Problem hast, dann komm gerne auf mich zu. Er kramt einmal in einer Tasche, holt dann eine Handvoll kleiner, grüner Plastikchips hervor, hält sie dir hin. Eigentlich sollte ich die für ihn besorgen. Er meinte, das wäre was für eine Freundin. Ja, genau, davon hat er mir erzählt. Hier, mein Junge, du hast zwei Wechsel verdient. Warte kurz. Greife ich mir in die Tasche und hol dann sogar drei Wechsel raus, gönnerisch wie ich bin, und geb sie dir. Ich schau dich an. Drei Wechsel? Werde dich verarschen? Nein, wirklich nicht, aber eigentlich war das nicht so ausgemacht. Wie war es denn ausgemacht? Ja, das weiß er, glaube ich, am besten. Erkenne ich diese grünen Plastikchips? Es sind Schaltkreise, Plastikplatinen. Ungefährer Wert? Dafür würden wir gerne eine Probe auf Technik würfeln dafür. Das ist kein Problem. Hatte er denn mehr Wechsel mit dir ausgemacht? Ich hatte jetzt angenommen, dass... Ja, eher ein Tauschhandel, wenn man das so... Ja, davon weiß ich natürlich. Ich hätte dir jetzt nur angenommen, dass dir Wechsel auch lieb sind. Immerhin ist es gleich Mittagszeit. Setz dich doch gerne mit uns dazu. Wir wollten gerade sowieso etwas speisen. Setz dich gemeinsam mit uns in eine der Garküchen und dann können wir das Ganze dort besprechen. Naja, es sieht ja nicht aus, als hätte ich dann eine andere Wahl, wenn er schläft.
Ja, dann würde ich... Malorn hört Buck neben sich laut glucksen. Dann würde ich jetzt mal gemeinsam mit dem neuen Schrotter, ist ein Schrotter, oder? Ziemlich offensichtlich, ja. Ja. Einfach mal in Richtung der Garküchen gehen und eine Runde Essen spendieren, damit ja jeder sich da jetzt niedersetzen kann und mir gegenüber dann den Dreher, wenn er so heißt, positionieren. Also gut, dieser Tauschhandel. Die drei Wechsel sind natürlich nur für dich, für deine, nun ja, für deinen Aufwand als Entschädigung. Als der Tauschhandel findet natürlich zusehend noch statt, also. Wie großzügig? Und wann? Ja, wir kennen es eigentlich ja noch gar nicht, also, Mama hat immer gesagt, na egal, ich bin Dreher, so nennt man mich hier, und ich bin, so könnte man sagen, ein bisschen im Auftrag von Bosch unterwegs, so halb. Von Bosch, ja, Bosch, den kenne ich auch von meinen Patrouillen, gemeinsam mit Ludwig Schlosser. Was hat denn Bosch gesagt zu dir? Das würde ich dann später lieber mit ihm. Sie wissen schon, so privat. Ja. Was solltest du denn jetzt im Tausch für diese, was sind das, Platinen bekommen? Ja, da wäre noch mehr, wo die herkommen, und weiß wirklich nicht, ob ich dir vertrauen kann. Nicht so ungut, aber. Ich bin der Cousin von Ludwig. Er tritt näher an dich ran, flüstert dir oder versucht dir zumindest ins Ohr zu flüstern. Eigentlich sollte da ein bisschen Munition mit rüberspringen, du weißt schon, was halt so mal hinter die Regale fällt. Ach so, so ein Tausch. Ja, du siehst ja, dass ich gerade nur mit einem Hammer ausgerüstet bin, aber ich kann dir natürlich... Ja, der ist übrigens sehr schön. Darf ich ihn mal anfassen? Nein, das ist ein... Ich könnte ihn verbessern. Nein, das ist ein Instrument des Richtvollzugs. Mit den richtigen Teilen könnte ich machen, dass er Flammen schießt. Wie gesagt, danke, nein. Die okay. Munition wirst du natürlich von uns bekommen, die hinten runtergefallen ist. Gab es noch irgendwelche Informationen zu diesen Chips? Ja, die sollten an seine Freundin weitergeleitet werden. Ja, an welche Freundin? Weiß ich doch nicht. Was man halt so munkelt. Was munkelt man denn? Dies und das und Beziehungen... Ich mag Beziehungen. Ich leg meinen Zehner auf den Tisch. So direkt vor ihn. Und du bist? Ich kenne bis jetzt nur hier den Richter. Ich bin ein guter Freund von unserem Richter hier. Ach, auch noch? Ja, ein Freund der Familie. Und ich helfe gerne, wo ich noch kann. Er greift einmal gierig nach dem Zehner. Sie treffen sich öfter? Bei dem großen Müllhaufen? Im Ludwig. Technikzentrum? Ja. Ludwig und seine Freundin treffen sich da. Ja. Haben Sie regelmäßige Termine? Weiß nicht. Ist sie auch so ein Schrotter wie du? Ich weiß nicht. Mein Gedächtnis ist nicht immer so das Beste. Kratzt sich wieder hinter dem Ohr, als hätte er dort eine Infektion oder eine Laus sitzen. Würde dein Gedächtnis denn mit mehr Wechseln mehr zu sich kommen? Ja, möglich. Wer weiß. Vielleicht hilft aber auch, wenn wir einfach den Kopf ein wenig lüften. Ich kenne da eine gute Technik. Man schneidet an der Seite vom Kopf ein, um dann ein wenig Luft hineinzulassen, Er ist nicht versprochen. Noch nicht. Das habe ich noch nicht genauestens überprüft. Der Hautton wird von Aschfahl zu wirklich knochenweiß.
Er sieht ein bisschen Gedächtnisverlust aus, kann schon mal durch Versporung vielleicht entstehen, habe ich gelesen. Er sieht auch ein bisschen blass aus. Rote Haare! Rote Haare. Und den Namen kennst du nicht? Nein. Gut. Aber bitte schneidet mir nicht den Kopf auf! Nicht schon wieder! Nein, nur das Ohr ab, da wo du dich gejuckt hast. Wann hattest du denn diese rothaarige Frau gesehen, als sie sich da mit Ludwig getroffen hat? So. Gestern? Öfter? Vor einer Woche? Ja, auch. Jede Woche? Jeden Tag? Schon ein paar Tage her. Gut. So. So richtig regelmäßig ist es halt nicht, nur mal, naja, also gesehen, hier und da. Hier und ja. Da, gut. Ah, danke, dann ist erstmal weiter. So, Buck, was hast du herausgefunden? Ich leg ihm den Ring mit dem eingravierten E in die Hand. Das habe ich gefunden in einer mit Sand zugedeckten Blutlache, die eher notdürftig und schnell versucht wurde zu entfernen. Irgendwelche anderen Spuren? Nein, aber ich gehe davon aus, dass dort alles seinen Anfang genommen hat. Sprich, dass dort Leute getötet wurden. Kann ich den Ring einer Familie zuordnen, Wulfen? Das ist kein Siegelring. Kein Siegelring, einfach nur ein Ring mit einem E. Ja, also das Jahr hat eine kleine Inschrift, eine Widmung tatsächlich. Sowas ist ein Ring, was tatsächlich Liebende austauschen würden am ehesten. Das heißt, das E würde dann nicht für Ludwig stehen, sondern für die Freundin, die mit den roten Haaren vielleicht. Dass die vielleicht einen Namen mit E hat. Genau, möglicherweise. Und das ist ein Männerring. Ja, es ist ein Männerring. Wahrscheinlich hat sie ihm das geschenkt. Gut. Das heißt, sie könnte über einen zweiten identischen Ring verfügen mit einem älteren. Ja, gut möglich. Die Widmung ist die Gravierung ist auf der Innenseite oder auf der Außenseite? Auf der Innenseite. Auf der Innenseite, okay. Das heißt, man müsste hier den Ring erstmal abschreiben. Gut, danke. Der Ring selber ist ziemlich schmucklos, auch aus so keinem besonderen Material. Es ist so ein ganz, ganz billiger Silberüberzug. Das Ding ist nichts wert eigentlich. Mhm. Einfach nur ein Symbol. Kann mir irgendjemand sagen, was diese grünen Chips sind? Sieht aus wie das Zeug, was die Chronisten in ihre Bildschirme stopfen. Hat wahrscheinlich irgendwas mit elektrischem Strom zu tun. Davon habe ich nie viel verstanden. Und so wie das aussieht, ist es vermutlich schweineteuer. Muss es doch auch sein. Munition ist doch auch schweineteuer. Verloren, währenddessen fällt dir ein, Scheiße, der Schrotter sitzt immer noch da. Ja, ich hab ihn halt essen lassen, er versteht sowieso keine Ahnung von dem, was wir jetzt gerade reden. Sei dir nur angemerkt, dass es dir jetzt halt irgendwie auch wieder auffällt. Ja, wie gesagt, ich hab ihn jetzt einfach da sitzen lassen, soll er sich da irgendwie seinen Bauch vollschlagen, vielleicht hat er noch ein paar Informationen für uns, aber ich hab ihn erstmal nicht weggeschickt.